Wie viel Uhr ist es? Gleich 14:30 Uhr, ich komm raus. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Trigi-Magazin. Genau genommen senden wir heute ein Trigi-Mangazin. Heute erfahrt ihr nämlich alles rund um das Thema Manga. Zum Beispiel, was sie sind und wie man sie zeichnet. Außerdem erfahrt ihr noch alle möglichen Tipps dazu. Glücklicherweise hat Martin heute Geburtstag, weshalb wir ihm ein kleines Geschenk bereitstellen konnten. Doch da er gleich kommt, sollte ich mich lieber beeilen. Martin hat heute Geburtstag. Er möchte uns aber nicht verraten, wie alt er wird. Er freut sich über sein Geschenk und packt es vorsichtig aus. Vielleicht auch nicht. Oh, ein Buch. Martin, was machst du denn? Nicht das Buch wegwerfen, sondern das Papier. Und, gefällt es dir? Ach Martin, jetzt schau doch erstmal hinein. Ach Martin, das ist doch ein Manga. Ja, ein Manga ist im eigentlichen Sinne ein Comic und bedeutet übersetzt komische Bilder oder auch merkwürdige Bilder. Huch, wer war denn das gerade? Ach, das ist Christian Steger. Er studiert seit 6 Jahren Japanologie an der Uni Trier. Also er lernt und forscht über Dinge aus Japan. Mangas liest man ganz japanisch, von rechts nach links, von rechts oben nach links unten. Genau, Martin, andersherum. Dreh doch mal das Buch. Nein, Martin, nicht so umdrehen. Mangas werden von hinten nach vorne gelesen. Von hinten nach vorn. Ja, aus japanischer Sicht liest man ja dir schon von vorne nach hinten, aber bei uns ist vorne das, was in Japan hinten ist und hinten das, was bei uns vorne ist. Ne? Also ja, man liest Mangas bei uns hier von hinten nach vorne, also von rechts nach links würde man auch sagen. Ne? Allerdings gab es in den 90er Jahren mal so eine Bewegung, die ersten erfolgreichen deutschen Manga, zum Beispiel Akira, von spiegelverkehrt von links nach rechts übersetzen zu lassen. Das hat sich allerdings nicht so gut eingebürgert. Die Zeichner in Japan waren auch eher unzufrieden mit dem Endergebnis und dann hat man das dann versucht, der japanischen Leserichtung und Bildrichtung anzugleichen. Und ja, man liest Mangas von rechts nach links, ganz japanisch. Ja, stimmt eigentlich. Es muss richtig heißen, Mangas liest man von rechts nach links. Was denn nun noch, Martin? Ach so, dir fehlen die Farben. Ja, die sind eigentlich immer schwarz-weiß gehalten, ne? Aber Martin, Mangas sind nun mal schwarz-weiß. Manga werden ja eigentlich immer mit Tusche gemalt, deswegen sind sie erstens schwarz-weiß. Es gibt allerdings auch Manga, die bunt sind. Das sind zum Beispiel solche Mangas, die in Sammelausgaben erscheinen, wie das in Japan ja üblich ist. Da gibt es solche Manga-Zeitschriften, die heißen Manga-Shi, also Shi bedeutet Zeitschrift. Und da gibt es immer verschiedene Manga, die in diesen Sammelausgaben erscheinen. Und wenn zum Beispiel ein neuer Manga, eine neue Serie erscheint, dann ist die meistens am Anfang auch bunt gehalten, um den Leser so ein bisschen zu beeindrucken. In Deutschland sind die meisten Manga schwarz-weiß, weil in Deutschland haben wir nicht diese Manga-Shi-Zeitschriften, sondern eigentlich nur die Ausgaben des gesammelten Werkes, der gesammelten Serie, und die heißen Tankobon auf Japanisch, also Sammelband auf Deutsch.
und die sind immer schwarz-weiß. Ja, ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, dass es billiger ist, die schwarz-weiß zu drucken und nicht bunt drucken zu lassen. Tja, Martin, das ist ein Anime. Der ist bunt. Animes sind Filme oder Serien, aber keine gedruckten Mangas. Ja, Martin, und wenn du sowieso schon von hinten nach, von rechts nach links blätterst, dann musst du auch bei den Bildern oben rechts anfangen. In den ersten Bänden steht es meistens auch nochmal drin. Atashwa, Manga not Charakteris. Hä? Was? Martin, alles okay? Atashwa, Manga not Charakteris. Hä? Verstehe ich nicht. Auf Deutsch heißt es, ich bin eine Manga-Figur. Hä? Wie ging das denn? Mangas zeichnen ist einfacher, als es aussieht. Ihr braucht einen Bleistift, einen Radiergummi, ein Fineliner, Buntstifte und Zeichenblätter. Man zeichnet Mangas aus geometrischen Formen. Als erstes zeichnet ihr einen Kreis für den Kopf. Nun folgen drei abgerundete Linien, damit ihr später wisst, wo Augen und Mund hinkommen. Als nächstes zeichnet ihr den Hals und den Oberkörper. Der Arm besteht aus zwei Kreisen, einer für die Schulter und einen für den Ellenbogen. Diese verbindet ihr nun. Für den Unterkörper zeichnet ihr zwei Linien. Oh, die waren wohl zu lang. Noch zwei Linien und schon haben wir ein 1, 2, 3, 4, 5 Eck. Denn daraus wachsen nun die Beine. Und diese Beine machen wir aus, Überraschung, Kreisen. Der Kniekreis ist natürlich etwas größer als der Fußkreis. Der Schuh ist ein Trapez. Das Ganze macht ihr beim linken Bein genauso. Bis auf den Fuß, der ist hier ein Oval. Die linke Hand ist ein bisschen komplizierter. Rechts reicht eine spiegelverkehrte 2. Nun kommen die Details am Kopf. Als erstes das Ohr, dann die Augen. Sie kommen zwischen die beiden Hilfslinien. In die Augen zeichnet ihr einen Lichtreflex, die Iris, das ist der farbige Teil im Auge, und die schwarze Pupille in der Mitte. Fehlt nur noch der Mund. Jetzt seid ihr mit den Vorarbeiten fertig und könnt mit einem Fineliner die Konturen, also die Umrandungen, nachfahren. Die Bleistiftlinien radiert ihr einfach aus. Oh, mein Manga hat eine Glatze und es ist nackt. Vielleicht sollte es mal einkaufen gehen. Okay, ich mach das. Ich fange mit der Perücke an. Und zum Anziehen gibt es ein T-Shirt, einen Rock mit Zackenmuster und schicke Schuhe.
Und eigentlich kommt jetzt erst die Konturen nach Malerei und das Ausradieren. Und mein Manga bekommt etwas Farbe. Kann es auch in Farbe sehen. Ich finde, mein Manga ist ganz gut geworden. Vielleicht kann man damit sogar zu einem Wettbewerb gehen. Am besten macht das Martin. Der hat ja heute Geburtstag und das bringt uns vielleicht Glück. Na dann auf zum Manga-Wettbewerb, Martin. Denn wer bei einem Manga-Wettbewerb gewinnt, hat die Chance, ein Mangaka, also ein Manga-Zeichner zu werden. Man muss sich natürlich erstmal so in seiner Freizeit viel damit beschäftigen, als Hobby. Dann geht man in der Schule in verschiedene Manga-Clubs. Wenn man genug Talent hat, dann schickt man seine Bilder irgendwelchen beliebigen Verlagen und die entscheiden dann darüber, ob man da arbeiten kann, da als Mangaka erstmal so als Angestellter für einen großen Manga-Zeichner arbeiten kann und dann Erfahrungen sammelt, um dann selber Mangaka zu werden. Es gibt in letzter Zeit auch in Tokio vor allem viele Schulen, die Manga-Zeichnen unterrichten. Na Martin, nicht gewonnen. Das ist nicht so schlimm, denn Mangaka sein ist gar nicht so leicht. Soll ich dann einfach so das Ding malen und zum Schluss hier haben? Genau. Mangaka fangen meist als Assistenten großer Manga-Zeichner an. Denn an einem Manga zeichnen viele Leute mit. Einer allein würde die Menge an Mangas, die in Japan produziert werden, gar nicht schaffen. Also hat er viele Assistenten. Und die malen vor allem die Hintergründe. Und sie arbeiten meist von früh bis spät. Nur die wenigsten schaffen es, einmal selbst ein berühmter Mangaka zu werden. Ich bin zu groß, zu klein geworden. Und noch schlimmer, die meisten können davon gar nicht leben. Das heißt, sie brauchen noch eine Arbeit nebenher. Und Martin, wie gefällt dir dein Geburtstagsgeschenk? Na, dann haben wir noch ein paar Tipps für dich und unsere Zuschauer. Hallo bei den Tipps zu Mangas und Co. Hier erfahrt ihr noch mehr über Mangas. Manga? Mangas? Die Mehrzahl von Manga kann übrigens Mangas oder Manga sein. Wenn ihr auch mal einen Manga lesen wollt, könnt ihr dazu in die Stadtbibliothek am Domfreihof gehen. Dort könnt ihr euch viele Manga ausleihen. Aber ihr solltet aufpassen, welche Manga ihr euch ausleiht, denn nicht alle Manga sind für Kinder. In der Stadtbibliothek bekommt ihr auch Manga-Zeichenbücher, falls euch unser Zeichentipp nicht gereicht hat. Neben Zeichenbuch Love Manga Malen und Zeichen von Irene Fassnauer könnt ihr euch das Zeichen speziell von jungen, verliebten Manga-Teenies lernen. Besonders toll finde ich das Extra-Kapitel. Nur für das Zeichnen von Händen und Füßen. Ganz andere Manga-Figuren lernt ihr hier zu zeichnen. Ritter, Helden und Bösewichter. Das Buch heißt Fantasy Mangas und ist von Christopher Hart. Da dieses Buch eher für Fortgeschrittene geeignet ist, empfehlen wir für Anfänger den ersten Teil. Er heißt Schnellkurs Manga zeichnen. Wenn ihr schon wirklich gut Mangas zeichnen könnt und sogar davon träumt, Mangaka, also Manga-Zeichner oder Zeichnerin zu werden, dann könnt ihr beim Carlsen Verlag nachlesen, was ihr dafür beachten müsst. Der Link ist www.carlsen.de/web/manga/richtig-bewerben. Zum Schluss haben wir auch noch eine Videoempfehlung für euch, nämlich bei 9,5. Das ist eine Wissenssendung für Kinder, die 9,5 Minuten dauert. Sie läuft immer samstags um 8:30 Uhr und um 11 Uhr im Ersten.
In der Sendung Manga-Zeichner, Susanne und die Comic-Helden wird das Mädchen Susanne vorgestellt, das 2011 an einem Manga-Wettbewerb teilgenommen hat. Auf 9,5.wdr.de geht ihr auf Rückschau und gebt im Suchfeld das Wort Manga-Zeichner ein. Rechts oben findet ihr dann den Link zum Film. Den korrekten Link haben wir aber auch für euch auf reporter.riki.de bereitgestellt. Tschüss! Und das war's auch schon von den Tipps. Das war's auch schon mit unserem Triki-Manga-Zin. Vielleicht habt ihr jetzt ja auch Lust, Mangaka zu werden oder zumindest mal einen Manga zu lesen. Damit könnt ihr euch ja die Zeit vertreiben bis zum nächsten Triki-Magazin.